Das sieht schön aus hier. Ja. Okay. Toll. Vielen Dank. Vielen Dank, liebe Genossinnen und Genossen. Ich will mal deutlich sagen, ich glaube, das war der schwerste Wahlkampf, den die SPD bisher hier zu führen hatte, mit einer vermuteten hohen Zahl an AfD-Wählern, wo wir die ganze Zeit gegen argumentiert haben. In allen deutschen Parlamenten vertreten sind. Wir sind vorne. Wir sind vorne. Wir sind vorne mit einem Abstand, den, glaube ich, niemand erwartet hätte. Wir werden jetzt sehen müssen, wie die Zahlen am Ende sind. Und wir haben unser Wahlziel erreicht. Ich sehe keine andere Partei, die ihr Wahlziel erreicht hat. Und ganz wichtig ist, glaube ich, auch, wie geht es jetzt weiter im Umgang mit der AfD? Ich glaube, dass es richtig war, dass wir gesagt haben, verschenkt eure Stimme nicht. Verschenkt eure Stimme nicht an Leute, die nur kritisch sind, nur Frust verbreiten, aber im Landtag dann keinerlei konstruktive Rolle spielen wollen. Und jetzt müssen wir sehen, dass wir unsere politischen Inhalte weiter nach vorne bringen.